Hallo und herzlich willkommen bei der Elbo hier auf dem Kanal und zu einem neuen Video. Neue Season ist draußen und ich hatte gerade meine Packs zur Verfügung bzw. meine 180.000 Renown. Deswegen machen wir heute ganz geschmeidig 52 Packs auf. Ich habe noch zwei Bravo Packs aus dem Battle Pass und wir machen 50 Alpha Packs und zwei Bravo Packs auf. Und zuerst machen wir natürlich die Alpha Packs auf, ohne große Vorreden. Wir hoffen mal, dass wir gleich Black Eyes. Schade. Aus dem Duplikat, ich nehme gerne ein Duplikat, es gibt alles extra Renown wieder auf meine Kasse. Ich werde tatsächlich sehr viel Duplikate bekommen, wie es einfach mal vermuten. Ja, richtig Duplikate rein, schalan, Digga. Das ist, glaube ich, kein Duplikat, das ist eine Season-Uniform. Mir fehlen, glaube ich, eigentlich auch nur noch die Season-Uniforms in den Alpha-Packs. Den Rest habe ich eigentlich schon, müsste ich auch schon gehabt haben, genau, ja. Eigentlich sind nur noch die grünen Skins jetzt, die ganzen Seasonal-Skins. Da habe ich nicht alle Sicherheit davon. Da habe ich auch die meisten bekommen. Und bei Grün hasselt es ja immer die ganzen Season-Uniformen rein. Ja, da habe ich irgendwann dann auch irgendwann alle. Aber es sind so ein bisschen die Lückenfüller leider bei den Packs. Oh, was ist das denn? Shadow. Okay. Das habe ich anscheinend schon gehabt. Perfekt. So gut. Mal auf der Green Streak hier. Eis, das Fake Black Eis. Da habe ich aber die richtige Black Eis dafür. Oh! So. Ja, das sieht Makauf aus für Echo. Sehr cool. Da freue ich mich tatsächlich. Das ist lecker Schmecker. Okay, dafür hat sie schon gelohnt. Back to back, Black Eyes. Nein. Nicht back to black. Back to black, ja. Back to black, Black Eyes. Aber immerhin ein Duplikat Pink. Das gibt auch wieder saftig Renown. Haben wir die grüne. Wow. Interessant, hatte ich noch gar nicht gehabt. Oh, Pink wieder. Den Skin habe ich auch schon, Bundeswehr. Gibt aber auch wieder leckeren Renown auf das Konto. Lass mir so schmecken. Das ist noch kein Legendary, aber ich fühle die Pink auch mehr als die Legendaries. Von daher bin ich mal froh. Mit Corona, aber das habe ich schon gehabt, alles klar. Zum Beispiel Blau. Blau nur ganz wenig gezogen hier. Hm, haben wir doch vorgezogen, oder? Wahrscheinlich nicht. Das ist eine andere Uniform. Sehr ähnlich gezogen. Pink wieder. Schmeckt. Hm. Ist auch ein Duplikat. Ah, einige Pinks heute dabei gewesen. Ist noch gar kein goldenes. Nur pinke. Und ein gutes Black Eyes haben wir schon mal. Dafür hat sich schon gelohnt, die 50 Packs aufzumachen. Wo ich jetzt nicht so viel Echo spiele, aber es ist ein Black Eyes, was nicht in den Bravo Packs ist. Deswegen ist es immer sehr, sehr selten, die zu ziehen. Die ziehe ich immer sehr, sehr gerne. Okay. Nette Waldtarnung. Passt ein bisschen zu der Hunter hier. Ne? Nette Legacy. Engwitter. Hm, schade. Ist ein cooler Skin auch mit diesem Case Harnet. Kennt ihr die AK Case Harnet aus Counter-Strike? Das ist genau das Pattern hier. Auch ein Blue Gem hier. Bisschen viel blau. Kappa. Sogar. Hm, das ist einzig auch eine coole Uniform gewesen. Sogar. Was ist das denn, Digga? Wave. Okay. Oh, Pink wieder. Das ist gar kein Gold, nur Pink, Digga. Hier haben wir schon, den habe ich gerade auch sogar drauf, sogar den. Das ist tatsächlich den Skin, den ich gerade auch drauf habe. Aber es gibt viele Pink-Duplikate. Back to back Pink. Black Eyes, bitte. Hm, nee. Voicebill habe ich auch schon. Das glaube ich, habe von dem Pink eigentlich alles, bis auf Black Eyes. Das gefühlt habe ich von Pink alles außer Black Eyes. Aber ich hätte eh sehr viel von den Packs bis jetzt. Habe ich, glaube ich, sehr viel. Jetzt sind wir bei der Hälfte, 25 haben wir schon aufgemacht. Eigentlich lief es ganz gut, ja. Viele Pink gehabt. Die Triple Helix. An sich ein ganz cooler Skin eigentlich. Blau. Blau haben wir ganz wenig gehabt eigentlich immer. Das haben wir doch gerade gehabt, gezogen, oder? Ja, ja. Habe ich jetzt erkannt. 1200 Renown, perfekt, Digga. Nochmal Blau, jetzt haben wir viel Blau. Für Echo, Demon Veil. Ist auch ganz okay für eine Uniform, aber ein bisschen arg auffällig. Blau Streak. Sporen, oder? Ne, Sapien. Die Sporen sehen anders aus. Wie für die 5, diese Uzi da? Pink. Come on, Black Eyes. Oh yeah. Ja, nice, Digga. Das ist ganz cool eigentlich. Für Thunderbird gerade wieder eine Kombination. Habe ich da auch komplettes Black Eyes Set mittlerweile. Viel Spaß, 15. Auch ein Skin, der nicht in den Packs ist, schon in den Bravo Packs. Von da. Mit 2 neuen Black Eyes bin ich absolut jetzt schon absolut zufrieden.
Das schmeckt auf jeden Fall. So. Immer auf der Green Streak wieder. Kein goldenes Pilz gehabt. Ja, mal gucken, ob das so bleibt. Ob wir tatsächlich keine goldenen diese Round haben. Steppe-Kamo, Alter. Für Witchel. Da fällt mir übrigens tatsächlich noch das Headgear. Zu diesem goldenen Outfit. Das würde ich gerne ziehen. Das ist eigentlich Legendary, was ich gerne ziehen würde. Aber wir ziehen gerade gar keine Legendaries, sondern nur wildes Facepaint für Mai. Gerade ist tote Hose. Für Demon Wolf, Critlock. Pink wieder, perfekt. Bennett, das habe ich auch schon. Hannover. Habe ich auch gerade drauf, glaube ich. Aktiv spiele ich es gerade. Zum Wasch für über 30.000 Renown. Schmeckt. Es ist nur 150.000 Renown zu erspielen. Da haben wir auch mal 625. Kein goldenes bis jetzt. Interessant, Mann. Interessant. Müsste ich eigentlich auch schon haben. Ja, habe ich auch schon. Jetzt gehen wir auf die Top 10 zu langsam. Und wir haben schon. Jetzt die zweite Hälfte war bis auf das Black Ice eher ereignisarm bis jetzt. Das brauchen wir noch ein paar Banger am Ende. Vielleicht ein goldenes jetzt auch noch zwischendurch mal. Mhm. Und Duplikat. Schmeckt. Kann ich trotzdem nehmen. Ding. Moment, jetzt Black Ice, komm. Naja. Full Moon Road. Gibt auch wieder auch gut. Genau. Alter, von denen haben wir jetzt schon fast das komplette Set. Come on. Zumindest ein goldenes Item müsste doch drin sein, Alter. Den habe ich, glaube ich, schon, oder? Den Crystal Guard Helm. Ja. Weil der ist echt cool für Castle. Ich finde die Farbgebung echt nice. Tatsächlich bei Crystal Guard, bei den Uniformen. Die waren chillig. Hector Claire, einzig auch eine coole Uniform. Hm. War noch kein Banner Items. Oh, wir kriegen viel Crystal Guard. Ich spreche davon. Ich möchte aber eigentlich Black Ice haben. Hm, Gott. Kenne ich auch noch nicht. Interessant. Oh, Pink. Jetzt Top 3. Come on. Black Ice noch. Banger. Ne, müsste ich aber auch schon haben. Crawl Control. Da haben wir fast 40.000 Renown. Hm. So, danach noch eine Chance auf ein goldenes Item. Hätten wir 50 Packs ohne goldenes Item, ich glaube 5% Chance haben wir. Tatsächlich, wir haben 50 Packs ohne ein Legendary Item. Das ist schon krass. So, aber wir haben natürlich noch die Bravo Packs zum Schluss. Höhere Chance für ein Black Ice ist natürlich drin. Wir haben auch Pink. Ist ein Black Ice? Jawohl. Boah. Nice. Das ist cool, weil ich spiele sowohl Mute, ich spiele Smoke und für die anderen ist nicht so sinnvoll. Warden kann man auch damit spielen. Das freut mich sehr, die Shotgun zu ziehen. Das ist richtig sexy. Da habe ich nämlich auch bei fast allen mittlerweile das volle Black Ice Set für die SAS Boys. Und kriegen ein Legendary. Ein Legendary kriegen wir noch. Und zwar nämlich das... Oh. Ja, da habe ich nämlich das Unterteil für Hibana. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Headgear tatsächlich. Kann man sich mal überlegen, drauf zu machen. So, dann haben wir doch eigentlich eine ganz gute Auswahl gehabt. Ja, drei neue Black Eyes und ein okayes Legendary. Damit bin ich zufrieden. Ist, glaube ich, eine ganz gute Ausbeute. Ich hoffe euch, ihr habt auch gut Luck jetzt bei den Alpha Packs, die jetzt ihr bekommen habt. Genau, und dann sehen wir uns entweder im Livestream, einfach auf twitch.tv/derelvo, einfach vorbeischauen, unten in der Videobeschreibung ist der Link auch vorbei. Guckt gerne auf dem Kanal vorbei, ich versuche es regelmäßig zumindest einmal in der Woche ein Video hochzuladen. Produziere gerade vor, weil ich dann nächste Woche im Urlaub bin, deswegen wird es erstmal keine Streams geben jetzt, weil ich im Nachtdienst jetzt bin eine Woche und danach im Urlaub. Aber ich werde jetzt vorproduzieren, dass wir zumindest über die zwei Wochen jetzt immer jeden Mittwoch oder in der Mitte von der Woche auf jeden Fall ein Video kommt. Alles klar, ich wünsche euch einen guten Abend, gute Nacht. Einen guten Morgen, einen guten Mittag, wann ihr es auch immer schaut. Haut rein, euer Elvo. Ciao, ciao.